Sonne, Strand, Meer, davon träumen viele Hessen. Doch Corona macht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Herbstreiseziele wie Kanaren und Balearen sind noch immer ein Risikogebiet. Würden die Hessen trotzdem in Länder fahren, die zu den Corona-Hotspots zählen? Wenn man die Nachrichten hört, jeder warnt davor, also die Virologen, die Fachleute, dann kann man das bleiben lassen. Ich würde es nicht tun, einfach aus diesen Punkten, dass man nachher in Lockdown, dass man sonstige Sachen machen müsste. Dem will ich mich gar nicht aussetzen, Quarantäne auch nicht und nee. Wir haben dieses Jahr alles auf Kurzurlaube gestellt innerhalb Deutschlands. Hat auch immer funktioniert von der reinen Buchung her und da waren wir bisher zufrieden. Und man kann auch damit leben und muss auch damit leben. Ich würde kein Risiko eingehen wollen, weder für mich noch für andere. Doch die Lust zum Reisen ist trotz Corona ungebrochen. Die Leute wollen raus, sagt Timo Schipper vom SUR-Reisebüro in Wiesbaden. Viele wollen weiter weg generell. Deutschland ist natürlich jetzt aktuell beliebt, aber die meisten warten auch, bis halt ja, vielleicht wieder was aufmacht. Diesen Trend kann man auch in unserer Umfrage erkennen. Trotzdem machen sich die Hessen viele Gedanken um mögliche Konsequenzen einer Urlaubsreise. Auf Quarantäne hätte ich ja gar keine Lust. Für mich als Selbstständige mit einem eigenen Friseurbetrieb auf jeden Fall, dass ich danach noch mal eine Woche mindestens zu hätte, mir dann meine Kunden flöten gehen. Ich kann meine Kleine dann nicht in die Betreuung geben. Dass ich krank würde und ich müsste sterben, davor hätte ich noch nicht mal so Angst, ich bin schon alt genug. Aber wie ich sterbe? Im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland, muss ich sagen, ist die hygienische und medizinische Versorgung in manchen Risikogebieten nicht so ausgebaut, wie wir es haben. Die aktuelle Situation hat auch das Buchungsverhalten verändert. Viele Hessen wollen auf Nummer sicher gehen, suchen auch immer öfter persönlichen Kontakt im Reisebüro. Die erste Frage beim Buchen ist meistens, wie sieht es denn aus, wenn er nicht stattfindet, der Flug oder die Reise generell. Das ist so die Standardfrage, die kommt. Man versucht natürlich dem Kunden auch das Gefühl zu vermitteln und auch das zu sagen, wie es halt auch ist. Das Geld ist ja nicht weg. Wir kämpfen dann auch darum, dass das Geld möglichst schnell wiederkommt. Und der Reiseexperte macht uns Hoffnung, denn Herbstferien am Meer sind durchaus drin, wenn auch nicht auf Mallorca oder den Kanaren. Da bin ich ganz klar bei Griechenland aktuell, also ganz klar. Ist ein wunderschönes Reiseziel, unglaublich facettenreich auch das Ganze, man kann da sehr viel machen. Und vom Preis ist es aktuell auch tatsächlich ganz in Ordnung. Also von Griechenland, die griechischen Inseln, Zypern, alles in der Umgebung rum, jetzt auf jeden Fall stark zu empfehlen. Vorausgesetzt, auch hier halten sich alle an die Corona-Regeln. Na dann, schöne Ferien. Ach, sieht das schön aus. Hallo, Herr Rodekra. Hallo. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wieder mal große Urlaubshoffnungen und wieder mal große Unsicherheiten. Wo könnte man jetzt mit gutem Gewissen hinfahren? Das weiß nur das Robert-Koch-Institut und das Auswärtige Amt. Und da sollte man sich auch informieren über Corona-Risikogebiete. Beim Auswärtigen Amt kann man über jedes Reiseland, neuerdings auch über eine App, nachschauen, ob eine Reisewarnung besteht oder wie die Corona-Lage auch vor Ort ist. Da gibt es dann einen Link rüber zum Robert-Koch-Institut. Und so kann man sich jetzt gut informieren, welche Länder noch gut zu bereisbar sind. Genau, den Link gibt es übrigens bei uns auf der Homepage auch zu dieser App, wie man an die App kommt. Also im Grunde muss man sich ja auch wirklich tagesaktuell informieren. Ne? Das ändert sich so schnell. Jetzt haben wir eben gerade Griechenland gehört. Sie sagen gerade, Griechenland kann sich auch wieder schnell ändern. Kann sich schnell ändern. Heute haben wir gerade gehört, dass ein Kreuzfahrtschiff es getroffen hat quasi in Griechenland. Allerdings auf dem Schiff natürlich. Das hat jetzt mit Griechenland als solches nichts zu tun. Da sind Corona-Fälle gemeldet worden. Also es kann jeden Tag etwas Neues passieren in diesen stürmischen Zeiten, so will ich es mal nennen. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt schon da bin und meine Urlaubsregion währenddessen zum Risikogebiet wird? Wie ist es dann das Prozedere, wenn ich nach Hause komme? Da ist man als Pauschaltourist auf der sicheren Seite. Denn wenn der Rückflug zum Beispiel, die Rückreise mit zum Vertrag gehört, dann kann ich zum Pauschalreiseveranstalter sagen, oh, jetzt ist hier das Risikogebiet erklärt worden. Ich möchte den Urlaub vorzeitig abbrechen und ich möchte auch vorzeitig nach Hause. Und der Pauschalreiseveranstalter muss seinen Kunden auch vorzeitig nach Hause bringen. Mehr Kosten, die dabei anfallen, fallen nicht zu Lasten des Urlaubers an, muss der Reiseveranstalter übernehmen. Und der Teil, der ausfällt, den bekomme ich auch noch erstattet als Reisekunde. Also in diesen Tagen ist die Pauschalreise ganz klar die bessere Reise, denn diese ganzen Vorteile hat der Individualtourist, der also nur ein Hotel zum Beispiel bucht, nicht. Wie läuft es dann mit Testen und Quarantäne und so in diesem Fall? Da muss man sich auch auf jeden Fall informieren. Zurzeit ist
ist es so, wenn man aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland kommt, muss man zunächst einmal in Quarantäne, bis man einen negativen Corona-Test nachweisen kann. Derzeit kann man auch noch direkt vor Ort am Urlaubsort einen Corona-Test machen. Der darf aber nicht älter als 48 Stunden sein. Und der muss auch zugelassen sein über das Robert-Koch-Institut. Auch noch mal informieren. Und wenn man den mitbringt, dann entfällt diese Quarantänepflicht. Das wird aber verschärft, sehr wahrscheinlich ab dem 15. Oktober. Da gibt es dann wieder neue Einreiseregeln. Okay, wenn bei uns aber die Ferien eigentlich gelaufen sind, insofern, da haben wir vielleicht dann noch Glück, dass wir da jetzt ganz gut durchkommen. Wenn man den Test jetzt schon 48 Stunden, bevor man abreist, im Ausland macht, muss man ihn, glaube ich, selbst zahlen. Hier zahlt ihn dann ja die Kasse, ne? Richtig. Sind Pauschalreisen, haben wir gesagt, schon die bessere Option auf jeden Fall. Gibt es denn schon Urteile aus diesem Sommer? Also wie das rechtlich... Also die Gerichte befassen sich zunehmend mit Corona-Fragen. Ja. Und ein ganz wichtiges Urteil kam vom Amtsgericht Frankfurt. Nämlich darüber, ob man auch ohne eine Reisewarnung kostenfrei von einer Pauschalreise zurücktreten kann. Ja, das kann man, sagt das Gericht. Nämlich dann, wenn die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es auf der Reise zur Beeinträchtigung oder einer Gefährdung kommt. Im streitgegenständlichen Fall vor dem Gericht ging es um eine Italienreise, die man nicht mehr antreten wollte, weil er eben Angst hatte vor einer erhöhten Ansteckungsgefahr. Da gab es noch keine Reisewarnung, die kam erst 5 Tage später, aber trotzdem hat das Gericht gesagt, das ist egal. Hier war schon absehbar, dass Gefahren drohen. Der Kunde konnte kostenfrei zurücktreten. Und so wird jeder Einzelfall vor Gericht jetzt geprüft. Ja. Das sind tausende Fälle, die da in Zukunft entschieden werden. Ja, das ist spannend also alles und macht Mut denen, die sagen, oh, es ist mir doch mulmig, ich mach's jetzt doch lieber vielleicht nicht. Okay, es bleibt spannend. Danke, Herr Rodekra. Wir sprechen uns gleich.